Hallo YouTube und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von FIFA United zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Und ja, ihr seht es schon, wir machen wieder die wöchentlichen Top-Partien plus den letzten Foot-Swap-Spieler und dann kommt auch noch die Entscheidung, welche Challenges ich nun machen werde. Eigentlich heißt es jetzt schon, obwohl nee, habe ich noch nicht. Egal. Ja. Ich würde sagen, wir starten mit den Top-Partien. Wieder mal werde ich die Packs nicht öffnen. Ich werde sie mir aufsparen für Team of the Season. Einfach, weil ich es im Moment nicht für sinnvoll erachte, die jetzt zu ziehen, weil es kaum was. Gut, das Team of the Week ist schon geil. Die Man of the Matches sind auch geil. Aber ich kann diese Doppelkombi mit den Team of the Seasons am Freitag um 19 Uhr ziehen. Also, ja, wäre es, finde ich, Verschwendung, wenn ich die jetzt sofort öffnen würde. Ist ja auch egal. Schalke gegen Gladbach ist die erste Challenge. Ja. Da gibt es ein Jumbo Premium Gold Set, also ein 15K-Set. Wir brauchen mindestens 3 Spieler von Gladbach oder Schalke. Maximal 4 Spieler aus derselben Liga, mindestens 3 Nationalitäten, ein 76er Rating und eine 80er Chemie. Ich habe easy die 99 Chemie hier rausgehauen. Das heißt, ihr könntet das auch, ich habe 11 Spieler Loyalität, mit 11 Spielern ohne Loyalität nachbauen. Easy. Bewertung auch relativ safe rausgekickt hier. Und ja, ich habe hier vorne so ein Gladbach-Eck gemacht, so ein Viereck in dem Fall, ja, einfach dass Zakaria und Bovadia, beziehungsweise am Ende dann Zakaria und der Mittelfeldspieler hier mehr oder weniger auf die volle Chemie kommen, und dann habe ich hinten halt so eine Serie A-Ecke gemacht, mit Italienern einfach, um die volle Chemie hier zu kriegen, und dann hier einfach den Rest mit, in dem Fall, Ligue-1-Spielern aufgefüllt, einfach, ja, weil ich das so hatte, und ich keine La Liga und BPL-Spieler, ja, verwenden wollte. Genau, das waren hier die Spieler, die ich benutzt habe. Ihr seht es nochmal im Hintergrund alles, die ganzen Namen etc. Genau, sollte ja, denke ich mal, klar sein und einfach sein. Die Challenge ist ja nicht so kompliziert. Dann haben wir hier Philadelphia Union gegen DC United und da brauchen wir mindestens 2 Spieler von beiden Vereinen wieder. Ansonsten maximal 4 aus der MLS, ist auch mal was Neues. Das heißt, du darfst maximal halt, ne, also musst mindestens 2 und maximal 4 aus der Liga darfst haben. Das ist schon, glaube ich, noch gar nicht vorgekommen dieses Jahr. Who cares? Mir fällt gerade auf, obwohl, nee, macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, ist egal. Ja, ansonsten brauchen wir mindestens 3 Ligen, mindestens 3 seltene Spieler und 80er Chemie wieder. Also Chemie ist wieder easy für euch, könnt 1 zu 1 nachbauen. Dann habe ich hier halt die 2 DC United Spieler reingehauen. Und wir brauchen übrigens auch kein Rating, deswegen kann man Bronze und Silber alles nehmen hier. Dann habe ich hier den Linksverteidiger noch reingestellt, weil ich den Verein hatte und der halt für die Chemie hier perfekt war. Ansonsten auch hier einen Österreich-Eck gemacht. Leider mit 0 mit einem Innenverteidiger, weil ich keinen Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger oder sowas hatte. Ist ja auch egal. Chemie reicht trotzdem easy aus. Und dann habe ich hier vorne noch ein Calcio B-Eck gemacht. Und ja, damit die volle Chemie easy erreicht. Gibt es halt auch nur ein 5K-Set, weil es eine billige Challenge ist, die halt wirklich relativ simpel ist hier. Also ja. Oh, der hat sogar 5-Star Weakfoot. Ja. So. Stoßen wir ab. Beziehungsweise verschicken wir. Beziehungsweise holen wir uns das 5K-Set. Dann machen wir hier noch die Challenge Ajax gegen AZ Alkmaar. Da kriegen wir ein seltenes gemischtes Spielerset. Ist jetzt auch nicht das Geilste. Also an sich sind die Packs jetzt nicht so krass, muss ich sagen. Wir brauchen mindestens einen von Ajax, mindestens einen von AZ. Ansonsten maximal 6 Spieler mit derselben Nationalität, eine 74er Rating und eine 80er Chemie. 74er Rating genau erreicht, 80er Chemie auch easy erreicht, also 100 in dem Fall sogar. Ihr könnt es wieder 1 zu 1 nachbauen. Ich habe halt auch einfach wieder ein Ligenteam gebaut, Ehre der Wiese in dem Fall. Und ja, war dann halt auch relativ simpel, das Ganze hier voll zu kriegen, von der Chemie her und von allem drum und dran. Das waren die Spieler, das hauen wir weg und ja, war halt auch wieder keine schwere Challenge. Die letzte Challenge ist dann Galatasaray gegen Beşiktaş, wo wir ein Prime Elektrum Spieler Set bekommen. Ansonsten müssen wir mindestens einen Gala-Spieler, mindestens einen Beşiktaş-Spieler eintauschen. Maximal 3 Spieler aus dem gleichen Verein dürfen wir einbauen, mindestens 2 selten und wieder ein 74er Rating und hier eine 85er Chemie. Ich habe wieder beides easy erreicht, also Chemie und Rating, und ja, halt einfach ein türkisches Ligateam gebaut. Man muss halt aufpassen, dass man nicht mindestens oder nicht 4 Spieler aus einem Verein nimmt. Das ist halt das Einzige, worauf man achten muss. Ansonsten ist das ja auch wieder relativ simpel hier, das Ganze. Ja, nicht sonderlich kompliziert, würde ich sagen. Haben wir das auch abgeschlossen. Und was kriegen wir überhaupt hier? Top-Partien. Ein seltenes Elektrum-Spieler-Set, alles klar. Ja, ist jetzt auch nicht das Krasseste als Gesamtbelohnung. So, dann machen wir hier noch die Foot-Tauschspieler-Challenge. Wir kriegen Clint Dempsey
Und wir brauchen mindestens zwei MLS-Spieler, mindestens zwei seltene, ein 76er Rating und ein 80er Chemie. Rating wieder genau erreicht, Chemie ja 100, easy. Ich habe hier zwei Atalanta-Spieler eingetauscht, weil ich die beide hatte, wie immer halt, habe ich die beiden genommen. Und den Strongling haben sie sogar gehabt, das heißt, oh, gekriegt hier, deswegen kommt Martinez sogar noch volle Chemie da vorne. Und dann habe ich dann einfach irgendein random Team drum gebaut von der Liga, wo ich die Ligen-Challenge schon gemacht habe und die Spieler nicht mehr brauche. In dem Fall die russische Liga. Und ja, habe das Team hier reingekloppt, ihr seht es im Hintergrund, ja, ist, denke ich mal, easy. Und ja, die Challenges waren ja eigentlich immer leicht zu den Futau-Spielern, von daher war es jetzt auch nicht sonderlich neu oder sonderlich überraschend, dass sie so einfach ist. Gibt auch nur ein 7,5K-Set, aber beziehungsweise gibt immer einen 7,5K-Set noch dazu. Ganz nice eigentlich. Und ja, so Leute, wie habe ich mich jetzt entschieden? Wie werde ich es machen? Ich werde, es gab ja die Möglichkeit, dass ich Alexis Sanchez mache und den einbaue. Hat sich jetzt aber nicht so ergeben. Ich habe mir versucht, also ins zweite Team wollte ich den einbauen, beziehungsweise im anderen Main-Team, also zwei Main-Teams wollte ich eigentlich haben. Im Moment habe ich ja nur eins und es hat sich jetzt so ergeben, dass ich das ultimative Set machen werde, weil es erstens tradable ist und ich Sanchez eh nicht so unbedingt brauche. Ich kann das Team auch anders vervollständigen, indem ich jetzt zum Beispiel Griezmann da einbaue und versuche halt noch irgendwie, ich habe sowieso noch kein vernünftiges Team umgebaut, so. Also ich habe noch kein vernünftiges Zweiteam mir selber gebaut. Schade eigentlich, aber wird schon noch kommen, denke ich mal. Und ja, ich habe es jetzt so gemacht, dass ich halt mir das ultimative Set hole und noch ein Spieler, wo man nur zwei Swap-Spieler abgeben muss. In dem Fall Wendell, weil der brauchbarste von denen ist. Beide Diao brauche ich nicht. Will ich auch nicht irgendwie Hybrid drum bauen oder so. Henderson ist jetzt auch nicht zu krass, so dass ich den holen wollen würde. Gibt auch noch andere Alternativen, die wahrscheinlich besser sind. Wendell ist jetzt schon eine nice Option, weil als Linksverteidiger gibt es jetzt nicht so viele Alternativen in der Bundesliga, die geil sind. Und da ist er schon mit einer der besten, von was die normalen Karten angeht. Natürlich Alaba ist auch noch da, aber dann hört es auch schon fast auf. Die halt auch nicht deutsch sind. Und ja, dann ist Wendell halt schon der zweitbeste. Und mit der Special Card ist das schon ganz nice, würde ich sagen. Und ja, dann holen wir uns den jetzt zuerst. Dann machen wir noch das ultimative Set, was ich natürlich auch noch fürs Team of the Season dann aufspannen werde. Hab sogar hier einen schönen vorbereitet, schon Dempsey hier drin. Und ja, dann geben wir das Ganze ab, holen uns damit dann den guten alten Wendell. Und dann hole ich mir noch das ultimative Set. Ab in den Verein damit. So, dann holen wir uns noch das ultimative Set. Und ja, dann ist es für mich auch gelaufen. Das Futau-Event ist auf jeden Fall eine coole Idee gewesen. Wie finde ich, hier sieht man nochmal alle Spieler, beziehungsweise eben noch dann dazu noch Dempsey und Ochoa. Und ansonsten habe ich auch alle Spieler hier drin, wie man sieht. Ja, war auf jeden Fall ein cooles Event, wie ich finde, eine schöne Idee von EA. Ist halt immer schade, damit man immer nur sich entscheiden muss zwischen zum Beispiel jetzt hier das ultimative Set und Wendell oder so ein schöner Sanchez oder so. Und ja, letzten Endes, ja, ist es dann aber auch in Ordnung, würde ich sagen. So, haben wir das auch abgeschlossen, Leute. Und ich würde sagen, das war's dann auch schon wieder von diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like und einen Kommentar da. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein!